Hallo Leute, bin ich wieder. Arcania Gothic 4, ja. Der kleinen Pause. Werde ich jetzt wohl mal in diesen Baum hier gehen. Den Baum hier? Wo ist der Baum? Ach, da ist der Baum. Ach, das ist doch der vom Ladebildschirm. Ich erkenne ihn. Oder war der auf der Packung? Ein Fremder. Ein Fremder. Hier? Ja, wohl wahr, ich bin ein Fremder. Aber ich bringe Glück und ich hab's eilig. Aber ich finde, auf der Minimap sieht der Baum auch cool aus. Ach ja, mies, hier geht's ja nicht weiter. Da oben muss ich. Ach. Oh Gott. Hier hat mal wieder jemand überhaupt keine Ahnung. Ihr seht ja wirklich, ich spiel's blind. Ein Neuling! Na, die freuen sich, dass ich da bin. Aber leider bin ich nicht zum Zaubern gekommen. Ein Fremder. Hier. Bin eigentlich nur gekommen, weil ich was wissen will. Jetzt gehe ich in den Keller, um diesen Kampfverrückten da zu bändigen. Dafür mache ich mal hier die Fackel an. Ich erwarte nicht, dass mich hier irgendwas angreift. Aber dennoch sollte ich gut aufpassen. Ist das hier? Die Geräusche passen hier irgendwie gar nicht. Ach doch, es kommt. Ein Neuling. Das sagen die ganze Zeit. Ah. Was ist das denn da? Das sieht ja geil aus. Hier ist die Wissenschaft. Und mit dem müssen wir reden. Und ich wette, der hat wieder eine Quest für uns. Nichts anfassen! Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, die Werkzeuge eines Magiers anzugrapschen. Schlauer Bursche! Lass mich raten, Streber. Das Hexenweib hat dich geschickt. So könnte man es nennen. Ja. Gilana hat mich geschickt. Ich soll dir ausrichten, dass du bei der nächsten Explosion im Sumpf landest. Keine Sorge, Experiment ist vorbei. Was? Kein weiterer Auftrag, kein Auflehnen, keine Prügelei? Keine Sachen mehr? Gut, dann nichts wie ab zu Großmeister Merdarion. Das ist immer super gelaufen, ich hatte fast... Merdarion? Gilana lässt dich nie im Leben zum Großmeister. Zieh dir nur einen Gefallen nach dem anderen aus der Nase. Oh Mann. Warum überrascht mich das nicht? Ich hab schon Schweiß. Kann dir helfen, Mitglied von Tushu zu werden. Klamotten und alles. Aber dafür brauche ich was. Zahle sogar. Interesse? Oh, ich will kein Tushu-Maner werden. Die sind doch alle ein bisschen verrückt. Was willst du? Einen Strohhut. Orks sind mir zuvorgekommen. Brauch ihn unbedingt. Du willst einen Strohhut. Einen Hut? Wollt ihr alle meine Zeit verschwenden? Hast eine Prinzessin erwartet? Wenn du's Gold nicht willst, find ich einen anderen Dummen. Hey, hast du mich gerade dumm genannt? Du verstehst es, einem das Angebot richtig schmackhaft zu machen. Pft, brauchst mich. Zu Medarion lässt dich's Hexenweib nicht durch. Ich helf dir und bring dir den Strohhut. Wo finde ich ihn? In der kleinen Ruine. Dort hocken ein paar ausgestoßene Orks. Geh nach Süden zu den Stegen und folg dann den Fackeln nach Südwesten. Warum ist der Strohhut so wichtig? Wirst schon sehen. Strohhut, ey. Alles wegen so einem blöden Strohhut. Kein Witz, ey. Der übertreibt doch. Warum steckst du hier unten in einer feuchten Höhle? Kann hier in Ruhe arbeiten. Die da oben furzen den ganzen Tag in ihre Sessel. Bin der einzige richtige Forscher. Ich sehe schon den Eifer in deinen Augen. Haben dich hierher verbannt?
Nee, hab Medarion gefragt. Engstirnige Narren da oben gehen mir auf den Sack. Alter, kein Wunder, dass da drauf steht, dass da anzügliche Sprache drauf ist. Hat es Gelana auf dich abgesehen? Das Hexenweib versteht nichts von Magie. Ich schon. Sie ist also eine Art Kräuterhexe? Ich habe mich schon gewundert, eine Frau unter den Magiern zu sehen. Magierin ist sie, bloß keine Forscherin. Kennt nichts Neues, macht nichts Neues, hat hier nichts zu suchen. Gilana ist ein weiblicher Magier? Erzürnt das nicht die Götter? Hey, Gleichberechtigung. Von ihr, was? Magierinnen gibt's in Setarif schon seit Jahrhunderten. Vielleicht ist Gilana die Strafe der Götter. Oh Mann. Du bist ein Forscher. Bin ich. Magie ist wandelbar. Werd was Neues schaffen. Es den verknöcherten Säcken da oben zeigen. Neue Magie? Hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Muss einen Grund haben. Wart's ab, werd alles, was die Narren hier glauben, auf den Kopf stellen. Okay. Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Was ist das für ein Ding neben dem Wasser? Pumpe! Hält die Höhle trocken. Ja, trockener als den Sumpf. Scheiß Grütze sickert hier durch. Ah, weil es hier die ganze Zeit durchsickert. Gut, das ist verständlich. An dem Alchemietisch werde ich jetzt mal nicht weiter rumspielen. Gehe ich lieber wieder hier schön nach oben. So, wo hat er gesagt, sind die Sachen? Der ist ein Strohhut. Moment mal, ich muss ja kurz das auf der Karte nachgucken. Nein. Zielpunkt setze ich jetzt mal hier hin. Ach ja, ich musste mir so einen Schnaps wiederbringen. Tue ich das mal schnell. Ich komme schon durcheinander bei den vielen Missionen, die ich hier nebenher mache, alle. Endlich wieder frische Luft hier. Kein Witz, ey, da unten stinkt's doch. Okay, ich gehe dann mal hier rum. Frische Luft. Ein Fremder. Hier. Und dieser Magier da unten nennt die anderen also Sesselfurzer. Interessant, interessant, was für Leute hier leben. Die beleidigen sich alle gegenseitig, glaube ich. Salut! Schön. Ja. Ich finde übrigens das europäische Sprachpaket, was ich hier drauf habe. Nee, Sprachpaket sei ich schon. Farbpaket, was ich hier drauf habe, richtig gut. Ich glaube im amerikanischen, das würde ganz anders aussehen, weil hier sind etwas schlichtere Farben. Ich finde, das passt super dazu. Passt super zum Spiel. Immer so. Nebenbei. Aber ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal gesagt.